Wir machen heute ein Wochenupdate mit einigen Sachen, die ich jetzt in der letzten Woche bekommen habe. Und beginnen möchte ich dabei mit den Silberunzen. Da haben wir die eine Unze Britannia aus dem Jahr 2011 noch in der Originalverpackung der Royal Mint. Seit einiger Zeit habe ich da schon die halbe Unze und es war immer noch mein Wunsch, da auch mal die eine Unze mit diesem schönen Sonderdesign zu haben. Sieht dann auf der Rückseite so aus, hat also noch keine großen Sicherheitsmerkmale, wie das heute der Fall ist. Und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gibt es auch noch zwischen den alten und den neueren Britannias, denn diese Münze hier ist noch nicht in Feinsilber geprägt, sie besteht noch aus 958er Silber. Das Gewicht ist auch noch höher, sie wiegt dadurch natürlich dann 32,45 Gramm und hat den Durchmesser von 40 mm. Und die aktuelle Ausgabe der Britannia hat die Größe wie zum Beispiel hier die Unze der Royal Arms, zu der wir gleich kommen. Und der Unterschied besteht dann darin, die neuen Britannias, wie auch diese Münze hier, sind dann aus 999er Silber geprägt, sind vom Durchmesser her nur noch 38,61 mm, also 1,39 mm kleiner und haben natürlich dann das Unzengewicht von 31,103 Gramm. Genau, hier dann die eine Unze Royal Arms von 2023. Die hat es nochmal in die Sammlung geschafft, weil wir jetzt das Bildnis von König Charles auf der Bildseite haben, auf der Wertseite haben natürlich. Das war mir nochmal wichtig, die jetzt auch neu zu haben. Und wir haben jetzt die Fortsetzung der Tudor Beast Serie mit der dritten Ausgabe mit dem Bullen von Clarence, die 2 Unzen Feinsilbermünze. Und jetzt auch erstmalig mit dem Bildnis von König Charles. Wenn wir da jetzt mal die beiden Ausgaben, die zweite und die dritte Ausgabe vergleichen, einmal der Yale von Beaufort und jetzt der Bulle von Clarence, dann macht natürlich die Bildseite hier keine wirklichen Unterschiede, abgesehen vom Motiv selbst natürlich. Alles andere wurde so übernommen, aber auf der Wertseite haben wir jetzt natürlich auch den Vergleich mit Elisabeth II. Und Charles III. Dann auch neu ein Kursmünzensatz der Bundesrepublik von 1999, Münzzeichen A für Berlin. Mit allen Ausgaben von 1 Pfennig bis zur 5 Mark. Den gab es hier quasi mit dazu für faires Geld, muss ich sagen. Und da ich den Satz so noch nicht in der Sammlung habe, hebe ich den auch auf. Und ein Pluspunkt hier nochmal, es war auch die Originalverpackung mit dabei. Das ist etwas, worauf ich immer nochmal Wert lege. Und auf jeden Fall auch schöne Münzen. Und mein persönliches Highlight für diese Woche ist dieses Stück Metallblech. Denn es handelt sich um ein originales Stanzblech von 5 Pfennigmünzen der Bundesrepublik. Hier ist dann nochmal eine Münze eingeklebt als Vergleichsstück quasi. Ne, hier auf der Rückseite sieht man dann den Kleber. Ursprünglich war der hier rund, ging einmal richtig rum, habe ich noch ein bisschen zurechtgeschnitten, weil da war natürlich schon einiges an Schmutz dann drauf. Sieht so gleich besser aus. Und wenn die Münzen dann hier rauskommen, rausgestanzt werden, sehen die natürlich noch nicht so aus. Da hatten man dann erstmal Rohlinge. Und ich finde das Besondere, ich weiß nicht, ob das die Kamera so scharf stellen wird. Ja, hier. Man sieht auch hier in diesem Stanzblech eben schon die Plattierung. Und das ist natürlich dann nochmal etwas, wo man wirklich nachvollziehen kann, okay, das kommen dann wirklich, diese Münzen kommen wirklich hier aus diesem Stück Stanzblech. Und das ist einfach nochmal etwas ganz Besonderes, finde ich, so ein Stück aus der Produktion zu haben in der Sammlung. Noch als kleinen Nachtrag, hier kann ich euch jetzt nochmal die Zwischenstufe zeigen. Das ist ein 5-Pfennig-Rohling. Der
ist schon etwas weiterverarbeitet. Der hat nämlich schon seinen Rand bekommen. Aber hier kann man das Ganze dann auch nochmal schön sehen. Das eine Stück Metall kommt hier aus diesem Stanzblech. Nochmal ein toller Vergleich, den ich euch gern auch zeigen wollte. Und ich würde sagen, so macht doch Sammeln Spaß. Auch mal solche Sachen aus der Produktion zu haben, etwas, was mit der normalen Münze gar nichts zu tun hat, was aber trotzdem einfach interessant ist und dadurch, dass es ja die Deutsche Mark so nicht mehr gibt, auch ein Stück Geschichte. Andere würden mich vielleicht für verrückt erklären, weil ich Metallblech als Abfallschrottstück sammle, aber für mich sind solche Sachen einfach mega interessant. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!